Hi, ich bin Laura und heute für das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Berlin unterwegs. Ich treffe heute 8 Ehrenamtliche aus ganz Deutschland, um mit ihnen über ihr Engagement zu sprechen und darüber, wie sie ihr Ehrenamt persönlich geprägt hat. Heute spreche ich mit Mandy. Sie ist Ehrenamtliche im Katastrophenschutz bei ACAT. Was genau machst du in deinem Ehrenamt? Ich bin in der Regieeinheit der Stadt Cuxhaven. Katastrophenschutz hattest du ja schon angesprochen. Wir sind dem ACAT unterstellt und unsere Facheinheit nennt sich Facheinheit Information und Kommunikation. Und da geht es viel um Funk, viel um Telekommunikation. Meine Aufgabe ist, da eben eingesetzt werden, wo man gebraucht wird. Wir haben Veranstaltungen, die längerfristig geplant werden, wo wir eben auch unterstützen mit Funk. Wir bauen unsere Zelte dann auf und halten so unsere Leute oder auch eben die Einsatzleiter zum Beispiel warm und trocken. Wir haben eine Gruppe, eine Drohnengruppe, die eben auch vielleicht mal eingesetzt wird zu Personensuchen. Und so haben wir alle ganz viele verschiedene Aufgaben. Ich war vorher Feuerwehrfrau und bin über die Freiwillige Feuerwehr zum Lehrgang zur Funkausbildung gegangen. Bist du denn auch noch Feuerwehrfrau? Ja, genau. Okay, also offiziell bist du auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr tätig. Wie kannst du diese beiden Ehrenämter miteinander verbinden? Also es baut so ein bisschen aufeinander auf, was ich ja gerade schon sagte. Das Funken wird bei der Feuerwehr natürlich auch behandelt. Das ist wichtig im Einsatz. Genauso kann man es aber auch so sehen, dass sich das ergänzt. Denn der Sturm, also die Sturmflutsaison zum Beispiel, da bin ich eben auch für beide Ämter tätig. Und mit der Feuerwehr schließe ich das Fluttor und dann bin ich beim Katastrophenschutz und helfe in der Nacht dort in der Zentrale. Ja. Ich höre so ein bisschen raus, dass Funken einfach so dein Ding ist auch. Gibt es noch etwas darüber hinaus, was dir unglaublich viel Spaß macht an deinen Ehrenämtern? Also die Arbeit mit den Menschen, ja. Und mit den Kameraden auf jeden Fall auch. Also die Kameraden sind wie so eine zweite Familie. Man hat Freunde, die sind immer da. Und wenn irgendwas Schlimmes passiert, zum Beispiel auch im Privaten, die sind immer für einen da, haben ein offenes Ohr, haben eine Schulter für einen und man kann sie auch jederzeit fragen. Wenn man irgendwie helfende Hände braucht, sind die auch immer zur Stelle. Und ja. Das ist einfach was, was das Ganze ausmacht, diese Gemeinschaft und dieser Zusammenhalt. Lässt auch Gefühle irgendwo zu, die man eventuell auch anderen Menschen so nicht zeigt. Das ist unglaublich. Ja. Was war für dich einer der prägendsten Einsätze, die du je mitgemacht hast? War ein Dachsturmbrand und man fühlt sich dann irgendwo hilflos. Man guckt zu, wie Menschen eigentlich ihr gesamtes Hab und Gut verlieren und denkt dann auch kurz drüber nach, wie man selber mit sowas umgehen würde und genauso eben auch mit der Wertschätzung von Gegenständen, aber auch von Menschenleben. Ich denke mir immer, Gottes Willen, Hauptsache die Leute kommen raus. Das wäre so das Schlimmste, wenn man sich überlegt, dass man ja auch ein Menschenleben verliert. Aber es bringt einem doch viel, ja, für die Persönlichkeit weiter, dass man auch einfach einen gewissen Wert auch an jeder Person hat. Das ist schon wichtig und das schweißt auch zusammen. Die Freiwillige Feuerwehr hat ja so eine kleine Tür auch irgendwie geöffnet zum Ehrenamt und Katastrophenschutz. So, könntest du dir vorstellen, dass dir deine Ehrenämter auch noch weitere Türen in Zukunft öffnen werden für andere Dinge, die dich so interessieren? Also sie haben tatsächlich schon eine Tür geöffnet, denn ich bin ja in die Politik gegangen. In den Ortsrat eingestiegen. Das wäre auch nicht zustande gekommen ohne die Feuerwehr und ohne den Katastrophenschutz. Also ich denke schon, dass bestimmt sich noch ein oder die andere Tür öffnen wird. Aber was die Zukunft genau bringt, wird man auf jeden Fall sehen. Okay.